Willst du mich verarschen? Hier fange ich an in einer Grube, wo ich nicht... Das ist ja ganz toll. Die besten Voraussetzungen. Ja, damit auf jeden Fall herzlich willkommen bei Live in the Woods. Ich wurde die letzten Wochen öfter mal gefragt. Sag mal, Gronkh, wirst du jemals wieder Minecraft spielen? Gibt es die Möglichkeit, wirst du das jemals wieder tun? Und ich antwortete einfach mit einem ekelhaften, selbstgefälligen Grinsen und sagte nichts. Denn die Antwort war klar, Live in the Woods war das welche, auf das ich, okay, jetzt laden wir gerade Biome ein bisschen, war dasjenige welche, auf das ich gewartet habe. Und da habe ich mir überlegt, weißt du was, wenn das nur halb so geil ist, wie es aussieht, dann spielst du wieder ein Ründchen. Und ich nenne das extra nicht Minecraft, sondern ich nenne es Live in the Woods. Das Leben im Walde, auch wenn wir hier gerade irgendwie im Schneebiom gelandet sind, was übrigens unglaublich geil aussieht. Und das ganze Ding Live in the Woods ist quasi eine Kollektion, eine Zusammenstellung diverser Mods, die einfach alle im Zusammenspiel so unglaublich schön sind, so unglaublich reichhaltig, so unglaublich, ihr werdet es selber sehen. Ihr werdet es selber sehen, Live in the Woods. Ist übrigens verlinkt in den Videoinfos, ne, wenn ihr das selber spielen wollt. Den Seed verrate ich noch nicht, ja. Ich habe jetzt am Anfang vom Seed angefangen, man hat es glaube ich gerade gesehen. Und das Erste, was wir machen, ist uns natürlich eine kleine Stelle suchen, wo wir bauen können. Und ich muss zugeben, apropos bauen, weiß ich gar nichts mehr, so überhaupt nichts. Ja, ich bin alt und dement. Ich bin für manche der Leute, die hier zuschauen, bin ich wahrscheinlich schon 3 Milliarden Jahre alt. Es liegt einfach... Durch die Sammlung diverser Mods ist es dann natürlich auch so, dass wir ganz viele neue Biome da haben von Biomes Oplenty. Wie zum Beispiel hier unten rechts wird immer die Mod angezeigt. Das tote Holz hier, das ist ein toter Baum, stammt unten rechts, sieht man das ganz gut, von Biomes Oplenty. Und hier haben wir noch eine schöne Pflanze. Den Grasblock meine ich nicht. Geh weg. Matt, ja, komm, lass mich in Ruhe. Jetzt zeigt er das nicht. Weißt du, ich will das jetzt zeigen und jetzt zeigt er das nicht. So, ich laufe aber erstmal ein bisschen rum. Das Erste, was wir machen müssen, auf jeden Fall erstmal ein schniekes Plätzchen suchen, wo wir anfangen. Und da kann ich gleich mal sagen, was dieses Let's Play hier nicht wird, ist natürlich eine sehr laute PvP-Runde. Das wird es natürlich nicht. Also ich entschuldige mich bei allen jungen Menschen, die sowas hier jetzt vielleicht erwarten. Aber ganz ehrlich, das können andere viel besser als ich. Da ist man auf anderen Channels wesentlich besser auf erwarten. Aber ganz ehrlich, das hier allerdings wird, ist einfach eine, ja sagen wir mal, unregelmäßige Quatsch- und Baurunde. So wie wir es damals immer gemacht haben. Ich dachte gerade, es wäre ein Grafikfehler. Das ist einmal ein hässlicher Pilz. Vom Plant Megapack, ein Artist's... Ich habe gerade was anderes gelesen. Ein Konk. Es ist ein Konk. Ich verstehe